Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute der vierte Teil der Lesung des Buches Kreml und Vatikan, immer noch in dem Kapitel Die dunklen Mächte im Hintergrund. Wir hatten letztes Mal ja geendet mit ein paar interessanten Zitaten, unter anderem von Nietzsche und Heinrich Heine, der dann seinen, sage ich jetzt mal, Senf dazugegeben hat, und ich möchte mit diesen beiden Zitaten nochmal beginnen, Ende Seite 33 für diejenigen, die mitlesen möchten. Da sagt, dementsprechend meinte Nietzsche, Zitat, ich begreife nicht, wie ein Deutscher je christlich empfinden konnte, worauf ich ja sagte von, ja, er meint hier wohl katholisch oder verwechselt eben wie die meisten Menschen Katholizismus mit Christentum, weil wenn er sagt, ich begreife nicht, wie ein Deutscher je katholisch empfinden könnte, dann macht es Sinn. Dem stimme ich auch vollkommen zu. Weil das wahre Christentum, finde ich, ist jedem Deutschen eingeimpft. In einer Hinsicht, wenn man sich die Charakterzüge der Deutschen anguckt, ordentlich, ehrlich, das sind doch die wahren Charakterzüge eines Deutschen. Dann nicht mehr wie die Deutschen, wie sie heute rumlaufen, und schon gar nicht in der Politik. Aber so werden die Deutschen da auch in der Welt assoziiert, oder wurden sie in der Welt assoziiert. Und das sind doch durchaus zwei Attribute, die man mit wahrem Christentum auch in Verbindung bringen kann. Aber eben, wie gesagt, nicht mit Katholizismus. Deswegen Nietzsche, ich begreife nicht, wie ein Deutscher je, zwischen Anführungszeichen, christlich, wo er eigentlich mit meint, katholisch empfinden konnte. Aber auch Heinrich Heine dachte dementsprechend. Er schrieb in der französischen Ausgabe seines Buches über Deutschland, Zitat, und interessant ist, er schrieb in der französischen Ausgabe seines Buches über Deutschland. Was hat er denn in seiner deutschen Ausgabe des Buches über Deutschland geschrieben? Die Frage stelle ich mir jetzt gerade. Aber ich kenne es nicht, und das Buch, ich werde es mir auch nicht besorgen, aber eine interessante Frage, vielleicht weiß ja jemand von euch. Heinrich Heine sagte jedenfalls, Zitat, der Protestantismus war für mich mehr als eine Religion. Er war für mich eine Sendung, und seit 14 Jahren kämpfe ich für seine Interessen gegen die Ränke der Jesuiten. Später freilich erlosch meine Sympathie für das Dogma, und ich erklärte offenherzig in meinen Schriften, mein ganzer Protestantismus bestünde nur noch in der Tatsache, dass ich als evangelischer Christ in die Kirchenbücher der lutherischen Kirche eingetragen sei. Ende Zitat. Und in der Fußnote steht die Herkunft, das kommt aus seinen sämtlichen Werken, veröffentlicht in Hamburg, 1876, 5. Band, Seite 151. Also wenn jemand sich auf die Suche machen möchte, um dieses Zitat vielleicht auch in Deutsch zu finden, weil es war ja hier jetzt gerade, wie gesagt, hier in der französischen Ausgabe seines Buches über Deutschland, können wir ja mal sehen, ob man das in Deutsch vielleicht auch findet. Ist ja interessant, dass der Autor sagt, in seiner französischen Ausgabe, warum er das in deutschen Ausgabe nicht schreibt oder wohl nicht geschrieben hat, interessante Frage. Jedenfalls sagt der Autor weiter, sehen wir aus diesen Erörterungen, dass und warum die Frage, wer in erster Linie der Lehrmeister Russlands werden sollte, wie es Brückner definierte, für Rom so entscheidend war. Schon Ivan der Vierte, also das war ja hier der Ivan der Schreckliche, hatte dieses unverhohlene Bestreben der Jesuiten, Russland dem römischen Papst zu unterwerfen, durchschaut und für sich nutzbringend ausgebeutet. Als nämlich der Krieg gegen Schweden und Polen zwischen 1558 und 1582 eine für Russland bedrohliche Wendung nahm, handelte Ivan nach dem Wort unseres Dichters Grabbe, Zitat, wo nichts mehr helfen kann, da ruft man die Pfaffen. Ende Zitat. Der Zar ersuchte den Papst durch seinen Einfluss auf das katholische Polen, einen günstigen Frieden für Russland zu stiften. Der Historiker C. Schiemann schrieb zu diesem ungewöhnlichen Fall, Zitat, Ivan hoffte, indem er das Haupt der katholischen Kirche herbeirief, günstigere Bedingungen bei Abschluss eines Friedens zu erlangen, von dessen Notwendigkeit die Niederlagen seiner Truppen, die Erschöpfung des Landes, die Unfähigkeit seiner Heerführer ihn überzeugt hatten. Nun kannte Ivan sehr wohl den Lieblingsplan Papstes Gregors des 13. durch eine Allianz der christlichen Herrscher die Osmanen aus Europa zu drängen. Auch wusste er, dass man in Rom nichts sehnlicher wünschte als eine Union der griechischen, zwischen Klammern orthodoxen, Kirche mit der katholischen herbeizuführen,
wie sie durch das Florentiner Konzil im Prinzip erreicht, aber nicht zur Anerkennung durch Moskau gelangt war. Ende Zitat. Der Zar hatte sich nicht verrechnet. Antichrist, Papst Gregor der 13., der regierte von 1572 bis 1585, der verantwortlich war nicht nur für den gregorianischen Kalender, sondern vor allen Dingen 1572 von dem verantwortlich war für das Hugenottenmassaker in der Bartholomäusnacht in Frankreich. Dieser sah sich in der zu Rom erscheinenden Gesandtschaft aus Moskau ein ermutigendes Ereignis. Die Wiedergewinnung der durch die Reformation verlorenen Gebiete und Völker machte dank der eifrigen politischen und missionarischen Tätigkeit der Jesuiten, zumal im Osten, gute Fortschritte. Ein ganz wichtiger Satz. Lesen wir ihn nochmal, analysieren wir ihn nochmal mit der geschichtlichen richtigen Brille drauf. Die Wiedergewinnung der durch die Reformation verlorenen Gebiete und Völker machte dank der eifrigen politischen und missionarischen Tätigkeit der Jesuiten, zumal im Osten, gute Fortschritte. Die Wiedergewinnung der durch die Reformation verlorenen Gebiete. Und hier sagt der Autor mit diesem kleinen Satz im Grunde genau das, was ich immer wieder versuche, den Menschen deutlich zu machen. Die Wiedergewinnung der durch die Reformation verlorenen Gebiete und Völker ist die Wiederherstellung der römisch-katholischen Macht von vor der Reformation. Und das nennen wir heute die zwischen Anführungszeichen neue Weltordnung, wo es doch im Grunde nur die alte Weltordnung, die Zeit von vor der Reformation, wiederhergestellt ist. Natürlich mit neuen Mitteln. Wir haben ja heute ganz andere Möglichkeiten der Menschenbeeinflussung durch die ganze Technik und Medien, anders als vor 400-500 Jahren. Aber das ist das, worauf es hinausläuft. Das ist das, was eigentlich gemeint ist. Und die Jesuiten haben sich ja geschworen, den Protestantismus zu vernichten. Die Wiedergewinnung der durch die Reformation verlorenen Gebiete und Völker machte dank der eifrigen politischen und missionarischen Tätigkeit der Jesuiten gute Fortschritte, zumal im Osten. Da waren sie damals angefangen. Und ich hatte ja gestern in der Lesung bereits gesagt, schaut euch mal das Papier an, was ich damit verlinkt habe, Jesuits Derouting the Reformation, was ich 2014 zusammengestellt hatte, wo eben drin steht, dass die Jesuiten es geschafft haben, innerhalb von einem halben Jahrhundert Polen komplett den Protestantismus auszurotten und wieder katholisch zu machen. Und das sind eben die Punkte, auf die Papst Gregor der 13. hier mit eingeht. Ja? Die Wiedergewinnung der durch die Reformation verlorenen Gebiete im Osten, welche waren denn das? Denkt doch mal zum Beispiel an die Geburtsstadt von Jan Hus, Prag. Wir denken an Tschechien. Wir denken an das sogenannte Sudetenland, wir denken an Schlesien, Ostpreußen, diese ganzen östlichen Gebiete in Deutschland, heutzutage, was bis 20. Jahrhundert noch Deutschland war oder bis 19. Jahrhundert noch Deutschland war, Estland, Lettland, Litauen, das sind alles Gebiete, das werden wir später in dieser Lesung auch noch sehen, die ganz, ganz wichtig waren für den Einfluss der römisch-katholischen Kirche, weil das eben Grenzländer waren mit der orthodoxen, mit der griechischen oder eben russisch-orthodoxen Kirche. Und diese guten Fortschritte haben den Papst Gregor den 13. sehr positiv gestimmt. Deswegen sah er aus dieser Gesandtschaft aus Moskau ein ermutigendes Ereignis. Denn andere östliche Gegenden sind ja schon von der Reformation abgeschworen, sind dem römischen Katholizismus wieder zugetan. Das steht alles in diesem kleinen Satz drin, wenn man ihn geschichtlich richtig versteht. Und da möchte ich ja gerne denjenigen, die es noch nicht tun, bei helfen mit solchen Lesungen hier. Also, nochmal. Der Zar hatte sich nicht verrechnet. Papst Gregor der 13. sah in der zu Rom erscheinenden Gesandtschaft aus Moskau ein ermutigendes Ereignis. Er sah in der zu Rom erscheinenden Gesandtschaft aus Moskau, wenn derjenige, den du für dich gewinnen willst, dir eine Gesandtschaft schickt, eine Menschen schickt, um zu verhandeln über irgendetwas,
dann ist das natürlich ein positives Zeichen für so einen wie den Papst hier. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass bereits im Osten gute Fortschritte gemacht wurden durch die Arbeit der Jesuiten, ist das logisch, dass er hier, ich sage mal, mehr oder weniger geistlich wohl einen Luftsprung gemacht hat vor Freude. Ne? Die Wiedergewinnung der durch die Reformation verlorenen Gebiete und Völker machte dank der eifrigen politischen und missionarischen Tätigkeit der Jesuiten, zumal im Osten, gute Fortschritte. Der Gedanke einer Verdrängung der Osmanen aus Europa, ne, also wir haben hier mit dem Osmanen, haben wir es hauptsächlich eben auch mit dem Islam zu tun, mit dem Mohammedanismus, der ja Anfang des 16. Jahrhunderts bereits vor Wien stand. In der Zeit von Martin Luther hatte der römische Kaiser ja auch noch andere Probleme als die Reformation, nämlich eben die Bedrohung aus dem Mohammedanismus. Also dieser Verdrängung der Osmanen aus Europa war der ursprüngliche Plan des Ignatius von Loyola. Das wissen wir, wenn wir das Buch von Griesinger und andere Bücher gelesen haben, wo es um die Geschichte der Jesuiten geht. Loyola ist ja erst nach Jerusalem gegangen mit der Absicht, um dort die ganzen Mohammedaner rauszuschmeißen. Bis er dann gemerkt hat oder bis da bemerkt wurde, dass er von Kirchenlehre und so weiter überhaupt keine Ahnung hat und damals der Vorsitzende der römisch-katholischen Kirche ihn sogar aus Jerusalem rausschmeißen wollte. Das steht, glaube ich, in dem Buch von Griesinger mit drin. Wie gesagt, ihr seht, solche Geschichtsforschung ist unglaublich wichtig, weil Dinge, die in dem einen Buch erwähnt werden, in anderen Dingen immer nochmal wiederkommen und man weiß eben aus der Geschichte der Gründung der Jesuiten, dass die Verdrängung der Osmanen aus Europa der ursprüngliche Plan des Ignatius von Loyola, des Gründers der Jesuiten, war. Er hatte gefordert, eine Flotte von 200 bis 300 Kriegsschiffen zu bauen und auszurüsten, um die Kreuzzüge zu erneuern. Das war Loyolas ursprünglicher Plan. Und dieser Plan scheiterte damals an den hohen Kosten und der Weigerung der Kirche und Orden, zu den Kosten beizusteuern. Gewann man den Zaren für sich, so kam man beiden Zielen, der Rekatholisierung Europas und der Vernichtung des Islam, wesentlich näher. Nun, ich habe persönlich dann noch eine andere Meinung zu, warum damals dieser Plan scheiterte, den Islamismus, den Mohammedanismus zu vernichten, dass die römisch-katholische Kirche sich damals weigerte. Ich meine gar nicht mal, dass das an den Kosten liegt. Ich sage, das ist meine heilige Überzeugung davon, der Mohammedanismus wurde durch die römisch-katholische Kirche gegründet. Eben auch, um sich der anderen Feinde für die römisch-katholische Kirche zu entledigen. Erstmals, um das wahre Christentum hauptsächlich in Nordafrika zu besiegen, was ja auch geklappt hat. Wenn wir uns heute Länder anschauen wie Äthiopien und Eritrea und diese anderen nordafrikanischen Länder, damals war da das wahre Christentum weit verbreitet und heute ist da eben der Mohammedanismus verbreitet und das waren auch die ersten Länder, wo der Mohammedanismus eingeschritten hat. Und wenn man das Buch Der Prophet von Alberto Rivera gelesen hat, Rivera war der Jesuit aus dem 16. Jahrhundert, ich spreche von Alberto Rivera, der auch das Buch geschrieben hat, das ist in meiner lutherischen Abspielliste da mit drin. Jetzt komme ich eben nicht auf den Namen. Verzeiht mir, das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich hier die Aufnahme pausieren möchte, um das rauszusuchen. Dieses Buch Der Prophet, dann weiß man eben, wie die römisch-katholische Kirche an der Basis liegt, an der Gründung liegt, überhaupt diesen Mohammed damals aufzubauen, um den Mohammedanismus oder eben den Islam in die Welt zu rufen. Und ich habe ja schon oft gesagt, und wenn man die beiden Religionen miteinander vergleicht, stellt man das ja auch fest, dass im Grunde Mohammedanismus oder Islamismus nichts anderes ist als Katholizismus für Araber. Ja? Es sind unglaublich viele Dinge, die sich da gleichen. Und was denkt ihr denn, warum der Mohammedanismus ausgerechnet in der Stadt Fatima in Portugal, warum dort die Jungfrau Maria 1917 erschienen ist? Ich meine, die Dinge sind einfach für diejenigen, die sich damit beschäftigen, viel zu offensichtlich, als dass da noch etwas Erstaunendes bei sein könnte. Ja?
Und wie gesagt, wenn der Autor hier sagt, dass der Plan, 200 bis 300 Kriegsschiffe zu bauen und auszurüsten, um die Kreuzzüge zu erneuern, gegen den Islam vorzugehen, die römisch-katholische Kirche und ihre Orden sich weigerten wegen der hohen Kosten, sage ich, nein, die hatten noch andere Pläne, weitreichende, bereits damals geschmiedete Pläne, bis in die Zukunft, bis in unsere heutige Zeit wahrscheinlich hinein, wie sie den Mohammedanismus gebrauchen können. Und sie gebrauchen den heute ja auch noch, um Feinde des Katholizismus auszurotten. Und genau das ist ja, was der Katholizismus gerne will. Wenn seine, zwischen Anführungszeichen, Feinde sich untereinander bekämpfen, dann ist der Antichrist der lachende Dritte. Das sieht man ja ständig in dieser Welt. Und deswegen meine ich, wurde damals der Plan von Ignatius von Loyola mehr oder weniger abgeschmettert, und er hat seinen Orden neu orientiert und gegen den Protestantismus gerichtet. Und das wurde natürlich damals zugestimmt von dem damaligen Papst Paul III., der dann 1540 den Jesuitenorden ordiniert hat. Ne? Das nur mal eben als so geschichtlicher Hintergrund und meine persönliche Analyse oder Meinung zu diesem kleinen Absatz in diesem Buch. Weiter schreibt der Autor hier jedenfalls: Der Papst beauftragte den Jesuiten Antonio Possevino, der lebte zwischen 1533 bis 1611, mit der Durchführung der Verhandlungen. Possevino war zumal im Norden bekannt und tätig. In Schweden versuchte er den König Johann III. Mit Hilfe dessen katholischer Gemahlin zur Rückkehr zur katholischen Kirche zu bewegen. Possevino trug stets prunkvolle weltliche Kleidung und trat überall als weltlicher Diplomat auf, in dem niemand einen Jesuiten vermutete. Wieder sehr interessant. Ein Jesuit, der sich hier bereits unter einer, zwischen Anführungszeichen, Kutte, unter einer Verkleidung verbirgt, unter der man nicht vermutet, dass er ein Jesuit ist, gemäß dem Motto des Eides der Jesuiten, alles für jeden zu sein. Ja? Kann sich vorgeben, als was er will. Er bleibt ein Jesuit, aber man erkennt ihn nicht als einen solchen. Und auch wichtig ist dieser kleine Satz, dass wir hier verstehen, dass eben der Possevino mit dieser Durchführung der Verhandlungen beauftragt wurde vom Papst, weil er in Schweden versuchte, mit dem protestantischen König Johann III. Schweden versuchte, zum Katholizismus zurückkehren zu lassen, weil eben dieser protestantische König verheiratet war mit einer katholischen Frau. Und ich muss jetzt ja nicht noch in die Details eingehen, ein jeder weiß das von meinen vorhergehenden Lesungen, wie die römisch-katholische Kirche darüber denkt, wenn es Mischehen gibt. Also Mischehen zwischen Protestanten und Katholiken. Und wenn ihr das nicht wisst, das ist ja immer durchaus möglich, kann ja nicht jeder alle meine Videos kennen. Dann müsst ihr euch die Videoserie anschauen. Warte mal, ich muss das mal eben öffnen hier. Das hieß, ich habe das ja letztens erst noch gebraucht hier, Priestervergöttung, nee, nicht Priestervergöttung, sondern Volksgemeinschaft. Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeiten der vorgeburtlichen Taufe. Da gab es so Sendung Nummer 5 zum Beispiel, wo es darüber ging, über die Verschmutzung der Eheverpflichtung, Beschaffenheit, Zweck und Dauer der Ehe unter anderem. Ja? Oder auch Hindernisse durch die Unfähigkeit, der vorübergehenden und fortwährenden Unfähigkeit, schädliche Hindernisse der Ehe. Ja? Und da geht es eben um das römisch-katholische Dogma, wie die römisch-katholische Kirche eben Ehen beurteilt zwischen Protestanten und Katholiken. Und man hat natürlich die Möglichkeit, den Protestanten hier zu beeinflussen durch seine Gemahlin. Und genau das wurde dem Antonio Possevino in den Auftrag geschrieben, das zu tun. Und er trug prunkvolle weltliche Kleidung, trat überall als weltlicher Diplomat auf. Weltlich, indem man nicht vermutet, dass er eine geistige Botschaft eigentlich hat. Tja, dieser Possevino, fährt der Autor fort, vermittelte zunächst den Frieden zwischen Russland und Polen und begab sich am 14. Februar 1582 nach Moskau, um nun als Gegenleistung des Zaren die Vereinigung der orthodoxen Kirche mit der römischen einzuleiten.
beziehungsweise Zugeständnisse auf missionarischem Gebiet in Russland und militärische Zusagen für einen Feldzug gegen die Osmanen zu erlangen. Am 21. Februar 1582 fanden die Verhandlungen vor einer ungewöhnlich großen Versammlung von Bojaren statt. Aber der bereits siegesgewisse Jesuit Possevino erlebte eine schwere Enttäuschung. Der Zar spottete über den Papst. Er fand es nämlich lächerlich, dass dem Papst der Fuß geküsst werde und er sich den Bart scheren lasse. Schließlich sagte Ivan, der Papst sei ein Wolf, aber kein Hirte. Ja, man befürchtete sogar, dass der jähzornige Zar mit seinem berüchtigten und gefürchteten Stock mit der eisernen Spitze auf die päpstlichen Gesandten losgehen würde. Der Schiemann, den wir ja schon vorher zitiert hatten, der geschichtliche, wie nennt man das jetzt hier, Schiemann, warte mal, wo habe ich das hier schon gelesen? Der Historiker, so, das war das Wort, was ich suchte. Der Historiker Schiemann schreibt, dass Ivan, Zitat, am 4. März nach einer dritten Audienz Possevino fast gewaltsam in die griechische Kirche zu nötigen suchte. Es gelang dem Jesuiten aber, sich noch im letzten Augenblick freizumachen. Und er meinte damit, einer Demütigung entgangen zu sein, die der Zar der lateinischen, sprich römischen Kirche und ihm persönlich zugedacht hatte. Auch protestierte Possevin vor den Bojaren auf das Energischste wegen der Behandlung, die ihm zuteil geworden. Erreicht war damit aber nichts. In der klaren Erkenntnis, dass seine religiöse Mission völlig missglückt sei, bat er um seine Entlassung. Am 11. März fand die Abschiedsaudienz statt. Der Wunsch, das Ziel erreicht zu sehen, verblendete ihn. Er hätte nach all seinen Erfahrungen die Überzeugung heimbringen müssen, dass Moskau und Rom unversöhnliche Gegensätze bleiben würden. Gerade weil, ganz abgesehen auch vom Primat des Papstes, die Äußerlichkeiten des Ritus es waren, die in den Augen aller Moskowiter das entscheidende Moment bildeten, waren eine Versöhnung nicht zu denken. Ende Zitat. Also, was sind die Gründe hauptsächlich der Trennung zwischen der Ostkirche und der Westkirche? Das geforderte Primat des Papstes und die Äußerlichkeiten des Ritus, das heißt das Vollziehen der verschiedenen Rituale, ja, die in der Ostkirche anders sind als in der Westkirche. Das sind unüberkommbare Brücken, sage ich jetzt mal, die eingerissen wurden, und dafür braucht es eben dann den Pontifex Maximus, den obersten Brückenbauer, um diese Brücken wieder aufzubauen. Das ist bis heute, 2024, noch nicht gelungen, aber wir werden ja sehen, wie sie weiterarbeiten. Der Autor fährt fort und sagt, der Misserfolg Possevinos konnte die Jesuiten aber nicht entmutigen. Possevino hatte Gelegenheit gefunden, sich eingehend über Russland zu unterrichten. Er hatte indessen eingesehen, dass die Kirchenunion auf friedlichem Wege unmöglich war. Auf friedlichem Wege unmöglich. Und was sehen wir seitdem? Krieg mit Russland? Russland darstellen als Schurkenstaat? Und so weiter und so weiter. Ja? Wenn die hier bereits Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts eingesehen haben, dass eine Vereinigung der Kirchen Ost und West auf friedlichem Wege unmöglich war, welche Möglichkeiten gibt es denn dann bitte für den Jesuitenorden, der ein militärischer Orden ist? Was ich friedlich nicht erreichen kann, das erreiche ich via Krieg, oder? Und seitdem ist das deswegen auch der Fall. Und das werden wir in der Zukunft in diesem Buch auch noch sehen, unter anderem. Und natürlich in der Geschichte, wenn wir mit der richtigen Brille auf die Geschichte zurückschauen. Sie konnte, also diese Kirchenunion, nur durch List oder Gewalt herbeigeführt werden. Für eine Gewaltlösung bildete das katholische Polen eine unerlässliche Voraussetzung. Daher verstärkten die Jesuiten ihre Tätigkeit in Polen. Jetzt begreift ihr, warum es so wichtig war, dass die Jesuiten damals ein Exempel statuiert hatten und innerhalb von einem halben Jahrhundert den Protestantismus aus Polen
rausgeholt haben und Polen wieder komplett katholisch gemacht haben. Ja? Weil Polen eine, das katholische Polen eine unerlässliche Voraussetzung dafür ist, um diese Kirchenunion zwischen der Ost- und Westkirche herbeizuführen. Sie erreichten, fährt der Autor fort, Entschuldigung, sie erreichten, unterstützt von dem jesuitenhörigen König Sigmund III., ja, warum ist dieser König Sigmund III. Jetzt auf einmal jesuitenhörig? Die sogenannte Union von Brest. Hier wurden unter Teilnahme einiger griechischer Geistlichen Grundsätze für die Wiedervereinigung der Kirchen des Westens mit denen des Ostens erörtert und festgelegt, wie es in unseren Tagen auf dem Konzil des Papstes Johannes des 23. versucht wurde. Also nochmal, der König Sigismund, das war der König von Polen damals, die Adligen, die Herrscher Polens waren katholisch, das Volk war protestantisch. Und es dauerte dann 50 Jahre, um das Volk umzudrehen. Aber der König Sigismund III., der war katholisch von Anfang an, war also auch unter dem Einfluss der Jesuiten, hier jesuitenhörig genannt von dem Autoren. Ja? Grundsätze für eine Wiedervereinigung der Kirchen des Westens mit denen des Ostens wurden erörtert und festgelegt, wie es in unseren Tagen auf dem Konzil des Johannes Papstes 23. versucht wurde. Das ist das ökumenische Konzil aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wovon hier gesprochen wird. Nicht vergessen, das Buch ist von 1965, das heißt, es erschien zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, das zwischen 62 und 65 des letzten Jahrhunderts stattgefunden hat. Professor Eduard Winter stellt in seinem Werk Russland und das Papsttum, erschienen in Berlin 1960, fest, Zitat, die Erforschung der Geschichte der Union von Brest ist sehr erschwert durch die Tatsache, dass in den vatikanischen Archiven die Quellen verloren gegangen sind. Jedenfalls wird hier entscheidende Zeit zwischen 1593 bis 1608 das behauptet. Die Quellen sind verloren gegangen. Genauso wie die NASA die Papiere verloren hat, mit denen sie damals zum Mond geflogen sind in den 60er Jahren. Ne? Ja? Okay. Ja, wir sehen die Gleichnisse der Lügen. Das, sagt der Autor, ist nun aber gerade jene Zeit, die uns im Zusammenhang mit dem Fall des falschen Demetrius interessiert. Ach, was für ein toller Zufall, dass ausgerechnet die Zeit zwischen 1593 und 1608, Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, wo die Demetrius Sache stattgefunden hat, die Archive, die Quellen der Archive im Vatikan zwischen Anführungszeichen verloren gegangen sind. Ist das nicht passend? Wieder stehen wir vor der Tatsache, sagt der Autor, dass Dokumente aus der Zeit, in welcher der Plan des Demetrius-Schwindels reifte, aus vatikanischen Archiven verschwunden sind. Es war der Brief des päpstlichen Legaten Rangoni über das Auftauchen des Prätendenten, also Demetrius, der aus den Akten verschwand. Jetzt sind es die Schriften über die Union von Brest aus jener kritischen Zeit. Und hier habe ich mir damals eine Note genommen, dass die Fußnote, die jetzt folgt, sehr wichtig zum Vorlesen ist. Also, nochmal, wir wollen nochmal eben den letzten Satz oder Absatz wiederholen. Ja? Die Erforschung der Geschichte der Union von Brest ist sehr erschwert durch die Tatsache, dass in den vatikanischen Archiven die Quellen verloren gegangen sind. Jedenfalls wird dies für die entsprechende oder entscheidende Zeit von 1593 bis 1608 behauptet. Diese Zeit, diese 15 Jahre zwischen 1593 und 1608, ist aber gerade jene Zeit, die uns, den Autoren natürlich hauptsächlich, aber uns die Leser ja auch, im Zusammenhang mit dem Fall des falschen Demetrius interessiert. Wieder stehen wir vor der Tatsache, dass Dokumente aus der Zeit, in welcher der Plan des Demetrius-Schwindels reifte, aus vatikanischen Archiven, so gesagt, füge ich hinzu, verschwunden. Es war der Brief des päpstlichen Legaten Rangoni über das Auftauchen von Demetrius, der aus den Akten verschwand. Jetzt sind es die Schriften über die Union von Brest aus jener kritischen Zeit. Die Fußnote sagt folgendes, Zitat. Diese Zurückhaltung bzw. Fälschung von belastenden Dokumenten durch kirchliche Stellen ist bekannt.
Leopold von Ranke wurde bei seinen Forschungen zu seiner Geschichte der Päpste die Einsicht in die geheimen und vermutlich belastenden Urkunden nicht gewährt. Heute, wir sprechen jetzt über die 60er Jahre letzten Jahrhunderts, verfährt man nicht anders. In dem Werk von Hans Müller, Katholische Kirche und Nationalsozialismus, erschienen in München 1963, wird in der Einleitung beklagt und gerügt, dass den Historikern die Einsicht in die Archive erschwert bzw. gänzlich verwehrt wird. Sehr richtig wird gesagt, es sei notwendig, den Historikern, Zitat, alle Dokumente zugänglich zu machen, Ende Zitat. Aber, so heißt es weiter, aber dies scheint nicht die gemeinsame Auffassung der kirchlichen Archive zu sein, Ende Zitat. In einer dann folgenden Schilderung bei der Benutzung eines solchen Archivs durch einen amerikanischen Historiker wird gezeigt, wie man dabei verfährt. Ja, bei den katholischen Veröffentlichungen zu diesem Thema hat man sich sogar, so heißt es, nicht gescheut, die Dokumente zu reinigen. In welchem Sinne bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung. Dennoch muss man hier, um Missverständnisse zu verhüten, erläutern, dass der euphemistische Ausdruck reinigen von Dokumenten durch das klarere Wort fälschen ersetzt werden muss. Ende dieser interessanten kleinen Fußnote. Da muss ich keinen Kommentar mehr hinzufügen, nicht wahr? Jene Unionsbeschlüsse, also Union von Brest zwischen Ende des 16. Jahrhunderts, jene Unionsbeschlüsse wurden indessen von dem Zaren Boris Godunow zurückgewiesen, der ja diese Zarenposition im Grunde usurpiert hat, ne? Schon im Jahre 1594 hatte Papst Clemens VIII., der sein Pontifikat hatte zwischen 1592 und 1605, den Geheimagenten Comuleo nach Moskau entsandt, um mit Boris über die Vereinigung der beiden Kirchen zu beraten. Es war den Jesuiten nicht entgangen, dass Boris Absichten auf den Zarenthron hegte. Man meinte wohl, dass Boris unter diesen Umständen eine römische Unterstützung benötigen würde, wie sie einst Ivan IV. Beim Abschluss des Friedens mit Polen benötigt hatte. Aber Boris hatte bereits durch den zum Patriarchen von Moskau erhobenen Erzbischof Hiob die volle Unterstützung der orthodoxen Geistlichkeit und der Ostkirchen gefunden. Daher erklärte dieser Boris Godunow den päpstlichen Gesandten kurz und bündig: Moskau ist jetzt das wahre, rechtgläubige Rom. Nachdem Boris Godunow dann 1598 zum Zaren gekrönt worden war, betete die gesamte russisch-orthodoxe Kirche für ihn, Zitat, als den einzigen christlichen Herrscher auf Erden, Ende Zitat. Das war eine entschiedene Absage an den Papst und die römisch-katholische Kirche. Und ich füge hinzu, es ist auch eine entschiedene Absage an Jesus Christus, das einzige Haupt der wahren christlichen Kirche ist. Und damit ist weder die russisch-orthodoxe Kirche noch die römisch-katholische Kirche in irgendeiner Art und Weise christlich zu nennen. Haben wir nochmal einen deutlichen Beweis genau für diese Tatsache eben auch hier nochmal soeben nebenbei erbracht. Moskau ist jetzt das wahre rechtgläubige Rom, kommt das Zitat. Nachdem Boris Godunow dann zum Zaren gekrönt worden war, betete die gesamte russisch-orthodoxe Kirche für ihn als den einzigen christlichen Herrscher auf Erden. Alle theoretischen Einigungsversuche auf den Konzilien, zum Beispiel auf dem von Florenz im Jahre 1439, waren, wie auch die Union von Brest, praktisch gescheitert. Der von Papst Julius II., der sein Pontifikat hatte zwischen 1503 und 1513, also kurz vor der Zeit von dem Auftauchen von Martin Luther, wo auch ein Konzil stattgefunden hat. Dieser Papst Julius II., der von ihm ausgeschriebene Kreuzzug gegen die, Zitat, wilden, ketzerischen und abgefallenen Russen, oder auf Russisch, auf Latein, contra ferocissimus
Ruthenos Hereticos et Schismaticos war fehlgeschlagen. Dieser ausgeschriebene Kreuzzug gegen die wilden, ketzerischen und abgefallenen Russen war fehlgeschlagen. Die Iwan IV. Geleistete Hilfe des Vatikans gegen die Polen wurde nicht durch ein erwartetes Entgegenkommen des Zaren vergolten. Im Gegenteil, die Abneigung der Russen gegen Rom und die römische Kirche hatte sich nun verstärkt. Aber die Jesuiten gaben den Plan, Russland der römischen Kirche zu unterwerfen, nicht auf. Und sobald sich diese Aussicht eröffnete, verließ den betreffenden Papst noch jedes Mal alle Vernunft, schrieb Panthenius. Diese Vernunft verließ ihn auch, als er sich auf den Plan einließ, mit dem falschen Demetrius einen römisch-katholischen Zaren nach Moskau zu führen und einzusetzen. Die Gewalt hatte versagt. Die Überredung zur Politik des Do und Des hatte nichts gefruchtet. Jetzt sollte die List leisten, was bislang unerreichbar gewesen war. Leopold von Ranke hat es ganz ähnlich beurteilt. Er schreibt in seinem berühmten Werk Die römischen Päpste in dem Abschnitt Die Aussicht auf Russland, 7. Buch, 1. Kapitel, zu diesen Fehlschlägen, Zitat: Umso willkommener war unter diesen Umständen die Aussicht, welche das Auftreten des falschen Demetrius auf das Unerwartetste darbot. Ende Zitat. Auch Panthenius sagt, die Jesuiten sahen in dem Auftreten des angeblichen Demetrius eine vorzügliche Gelegenheit, Russland für den römischen Katholizismus zu gewinnen. Der Prätendent schien durchaus bereit, sich von ihnen überzeugen zu lassen, dass die römische Kirche die allein Seligmachende sei. Wurde er für Rom gewonnen und zog als Zar in Moskau ein, so konnte der Ansturm gegen die griechische Kirche mit der schönsten Aussicht auf Erfolg beginnen. Gelang es, diese griechische Kirche niederzuzwingen, so wurden die protestantischen Germanen von allen Seiten umklammert und Rom konnte sich die verhassten Ketzer schlimmstenfalls mit Gewalt wieder unterwerfen. Ende Zitat. Jetzt sehen wir doch, warum es für Rom auch heute noch so wahnsinnig wichtig ist, die östliche Kirche unter ihre Fittiche zu bekommen. Weil dann ist der Protestantismus Holland oder Niederlande, England und Deutschland vollkommen umzingelt von Rom, von allen Seiten. Und dann kann man den Würgegriff richtig ansetzen, nicht wahr? Das war damals schon geplant und wurde durch die Jahrhunderte auch weiter geplant und vollstreckt, wie wir im Lauf dieses Buches sehen. Aber jetzt, denke ich, dürfte auch dem letzten Zweifler deutlich sein, warum dieses Schisma zwischen der Ostkirche und der Westkirche so wichtig ist für Rom beizulegen, und zwar beizulegen nur auf die eine mögliche Art und Weise, dass die Ostkirche kapituliert gegenüber der Westkirche. Weil man dann nämlich die protestantischen Germanen von allen Seiten umklammert und dem Protestantismus den Garaus machen kann, genau so wie es im Eid der Jesuiten niedergeschrieben ist. Ihr kennt den Eid der Jesuiten nicht? Dann schaut mal bitte auf meine Archive-Seite und dort findet ihr den deutschen übersetzten Eid der Jesuiten. Der Autor fuhr fort und sagt: Das wurde dann in Deutschland nach dem gescheiterten Demetrius-Schwindel durch den 30-jährigen Krieg versucht. Die protestantischen Germanen zu vernichten. Das wurde in Deutschland nach dem gescheiterten Demetrius-Schwindel durch den 30-jährigen Krieg versucht. Der Demetrius-Schwindel flog Anfang des 17. Jahrhunderts auf. Und 1618 bis 48 fand der 30-jährige Krieg statt, in dem mehr als 12 Millionen Deutsche das Leben ließen. Protestanten hauptsächlich. Denn, so schrieb der Historiker F.A. Kfröhrer, Zitat: Der 30-jährige Krieg ist,
Sofern die Jesuiten und ihre Bestrebungen nicht selbst die Kinder der Zeit zu betrachten sind, das Werk dieses Ordens. Die Fürsten und Könige, die in diesem furchtbaren Kampfe für die katholische Sache fochten, spielten die Rolle, welche ihnen die Jesuiten zuschrieben. Ende Zitat. Es ist keine gewagte Behauptung, wenn man dementsprechend sagen würde, auch der falsche Demetrius spielte die Rolle, welche ihm die Jesuiten geschrieben. Denn nach den von Pierling in dem Buch Dimitri die Le Faux et les Jesuites aus Paris 1913 wiedergegebenen Briefen von Jesuiten an den falschen Demetrius und von diesem an Jesuiten ist kein Zweifel mehr möglich, dass dieser falsche Demetrius ein Geschöpf des Jesuitenordens gewesen ist. A.K.A. Link zur Anastasia im 20. Jahrhundert, mit dem man es nochmal probiert hat. Ja? Dimitri de Le Faux et les Jésuites. Dimitri hat hier das Spiel der Jesuiten gespielt. Wer der falsche Demetrius tatsächlich gewesen ist, bleibt dunkel. Wie seine Herkunft und unbekannt wie seine ersten Inspiratoren. Es hilft natürlich, wenn man hier die vatikanischen Archive unzugänglich macht. Und es hilft, wenn man die Menschen alle auf eine falsche Fährte setzt. So ist zum Beispiel auch Griesinger auf eine falsche Fährte gesetzt gewesen. Er hat den Demetrius als eine Person identifiziert, die er nicht war. Das war eine, naja, ich möchte jetzt mal nicht behaupten, leichte Lüge zu durchschauen. Dann hätte der wunderbare Autor Theodor Griesinger da wahrscheinlich durchschaut. Dazu später in diesem Buch mehr. Aber es gibt viele falsche Spuren, die zur Quelle führten, wo dieser Demetrius eigentlich hergekommen ist. Er ist eben ein Geschöpf des Jesuitenordens und dann wirklich an die Quelle zu kommen, wo der genau herkommt, was genau sein Ursprung ist, das ist natürlich nicht so besonders leicht. Wie gesagt, da uns ja eben auch der Einblick in die wahren Archive fehlt, weil die Seiten ja so gesagt verschwunden sind zwischen 1593 und 1608. Ne? Wer der falsche Demetrius tatsächlich gewesen ist, bleibt dunkel, wie seine Herkunft und unbekannt wie seine ersten Inspiratoren. Die zeitgenössischen Darstellungen darüber bleiben mehr oder weniger Legende, wenn es nicht gar bewusste Fälschungen sind. In fast allen Fällen, und das ist auch die Schiene, die Theodor Griesinger verfolgt hat, fälschlicherweise, in fast allen Fällen wird der entlaufene Mönch Gregor Otrepjew dafür gehalten, also dieser Demetrius zu sein, den auch die Jesuitenchronik für das Jahr 1604-1605 eben dafür benennt. Auch Professor Winter hält noch an dieser Möglichkeit fest und meint, jene Jesuiten, Zitat, mussten es ja am besten wissen, denn aus ihren Kreisen kam ja der Anstoß und die dauernde Förderung dieses Planes durch einen gefügigen Prätendenten in den Kreml einzudringen. Ende Zitat. So richtig das Letztgesagte auch ist, so fragwürdig ist es, wenn die Jesuiten auch den Namen Otrepjew nennen. Der Jesuit Pierling hat im Jahre 1878 in Paris ein Buch Rome et Demetrius herausgegeben, in dem zahlreiche Dokumente aus den Archiven des Jesuitenordens und des Vatikans enthalten sind. Aber, so hat Scher hier eingeworfen, aber hat der Pater, dessen Absicht ganz augenscheinlich und eingestandenermaßen war, die Gesellschaft Jesu von dem Vorwurf zu reinigen, den falschen Dimitri oder Demetrius erfunden, die Demetrius-Versale gemacht zu haben, hat er alle ihm zugänglichen Akten benutzt? Hat er alle ihm zugänglichen Akten benutzen wollen? Das ist eine Frage, welche weder bejaht noch verneint werden kann. Solange nur Jesuiten die Durchsuchung und Benutzung der Jesuitenarchive gestattet wird. Das ist der Punkt. Jesuiten sind aufgrund ihrer ganzen Ordensstruktur nichts weiter als notorische Lügner. Ein Jesuit wird niemals die Wahrheit sagen, auf keine einzige Frage. Er wird die Wahrheit verdrehen, er wird
geistige Reservationen einberufen. Er wird alles Mögliche tun, sich drehen und winden, genau wie eine Schlange, nur um die Wahrheit nicht sagen zu müssen. Wenn also jetzt hier der Historiker Scher einwirft, die Frage, hat der Pater, dessen Absicht ganz augenscheinlich und einigermaßen eingestandenermaßen war, die Gesellschaft Jesu von dem Vorwurf zu reinigen, den falschen Dimitri erfunden, die Demetrius Virsale gemacht zu haben, hat er alle ihm zugängliche Akten benutzt oder benutzen wollen? Das ist eine Frage, die können wir niemals beantworten, weil der, wer Teil des Sumpfes ist, den Sumpf nicht trockenlegen kann. Genauso, wenn ihr euch an den amerikanischen Präsidenten Trump erinnert, der ja auch damals sagte, dass er diesen Sumpf von Korruption und alles in Washington trockenlegen wollte. Wenn man aber selber Teil dieses Sumpfes ist, dann tut man das nicht. Das geht nicht. Man kann immer nur oberflächlich ansetzen. Wenn also hier ein Jesuit damit beauftragt wird, die Verbindungen zu dem falschen Dimitri aufzudecken, und dabei natürlich nicht darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Dimitri eigentlich ein aus dem jesuitischen Gedankengut entsprungen ist, dann kann man einem Jesuiten ja wohl nicht trauen, wenn er nur Einsicht in diese Archive hat, oder? Genau das ist der Punkt, den der Scher hier ganz, ganz deutlich macht. Hat der Pater Pierling, dessen Absicht ganz augenscheinlich und eingestandenermaßen war, die Gesellschaft Jesu von dem Vorwurf zu reinigen, die Demetrius Virsale verursacht zu haben, hat er alle ihm zugänglichen Akten benutzt? Hat er alle ihm zugänglichen Akten benutzen wollen? Das ist eine Frage, welche weder bejaht noch verneint werden kann. Und ich sage ganz klar, sie kann verneint werden, solange nur Jesuiten die Durchsuchung und Benutzung der Jesuitenarchive selber gestattet wird. Die Tatsache, dass die Gesellschaft Jesu den falschen Demetrius als ein Werkzeug zur Katholisierung Russlands handhaben wollte, bleibt übrigens durch die Veröffentlichung Pierlings ganz unberührt. Es wäre ja auch mehr als naiv, wollte man derartigen Veröffentlichungen Glauben schenken. Während wir bereits gesehen haben, dass wichtige Aktenstücke in dieser Frage verschwunden oder zwischen Anführungszeichen, die schreibt der Autor wirklich die Anführungszeichen, verschwunden oder verloren gegangen sind. Jedenfalls wies Panthenius die Identität des falschen Demetrius mit dem Mönch Otrepjew als unmöglich zurück. Panthenius schreibt darüber, Zitat, man begreift, dass Boris glauben konnte, dass der Prätendent Otrepjew sei. Schwerer versteht man, wie russische Gelehrte bis heute an der Identität beider festhalten konnten. Wie ist daran zu denken, dass Otrepjew, den jeder Großbojar und jeder hohe Geistliche sowie jeder Mönch des Tschudo-Klosters kennen musste, es wagen konnte, als Demetrius in Moskau einzuziehen? Wie war es ferner möglich, dass er als Zar den Abt des Klosters zum Mitglied seines Senats ernennen konnte? Und wie konnte er, wenn er einst im Dienst der Romanow stand, sie aus der Verbannung zurückrufen? Hätte Fedor Filaret Romanow sich von dem offenbaren Gauner zum Erzbischof von Rostow ernennen lassen? Niemals! Dazu kommt, dass, nach Kostomarow, noch eine Unterschrift Otrepjews erhalten ist, die der des falschen Demetrius ganz unähnlich ist. Wer immer der Prätendent, also der falsche Demetrius, war, Otrepjew war es gewiss nicht. Wahrscheinlich aber war Otrepjew allerdings einer der erfolgreichsten Agitatoren für den Prätendenten, also für den falschen Demetrius. Ende Zitat. Hier muss ergänzt werden, dass die Geschichtswissenschaft gesicherte Tatsachen nicht ermitteln konnte.
Auch die fünfbändige Sammlung von zeitgenössischen Berichten über den falschen Dimitri, die von Ustrialow im Jahre 1837 in Petersburg herausgegeben wurde, enthält nur fragwürdige, teils widerspruchsvolle oder auf Legenden basierende Darstellungen. Diese Sammlung enthält auch die Chronik von Moskau des deutschen lutherischen Pastors Martin Baer, der zur Zeit des falschen Demetrius in Moskau lebte, und die Denkwürdigkeiten des Hans-Georg Peierle. Die Chronik von Baer besteht indessen größtenteils aus Abschriften der Aufzeichnungen des deutschen Konrad Busso. Dieser Busso lebte zur Zeit des falschen Demetrius teils in Moskau, teils in Kaluga. Hans-Georg Peierle war ein Kaufmann aus Augsburg, der sich zur gleichen Zeit geschäftlich in Russland befand. Wahrscheinlich haben diese Männer immer nur das aufgeschrieben, was sie von Russen gehört hatten. Andere Nachrichten sind in dem Buch Historien und Berichte von dem Großfürstentum Muschkow von Petrum Petrium von Erlesunda aus Leipzig in 1620 zu finden. 1620 ist ja sehr zeitnah an die Geschichte, die stattgefunden hat. Die allgemeine Auffassung und Meinung bildete sich aus der von Boris Godunow amtlich verbreiteten Legende von dem entlaufenen Mönch Grischka Otrepjew, die Panthenius als unhaltbar zurückwies. Auch der im Jahre 1601 nach Russland gekommene Franzose Jacques Margueret, er diente unter Boris und später unter Demetrius als Reiterführer, berichtet in seinem nach seiner Rückkehr nach Frankreich im Jahre 1606 in Paris erscheinenden Buch Estat de l'Empire de Russie, erschien in Paris 1607 als Augenzeuge des Grischka Otrepjew der Helfershelfer des Pseudozaren Demetrius gewesen sei. Die beiden waren somit keinesfalls identisch, weil der Helfershelfer des einen kann ja der andere nicht sein, nicht wahr? Allerdings hatte der russische Geschichtsschreiber Karamsin, der lebte zwischen 1766 und 1826, die amtliche Legende von der Identität des Grischka Otrepjew mit dem falschen Demetrius in seiner Geschichte des Russischen Reichs Petersburg 1816 bis 1829 zunächst kritiklos übernommen. Es stiegen ihm indessen Zweifel daran auf und er beabsichtigte, das Werk fortzusetzen und dabei den Demetrius-Schwindel erneut zu behandeln. Aber der Zar Alexander I. untersagte ihm dies ausdrücklich, weil Karamsin auch die Thronbesteigung der Romanows bei dieser Gelegenheit darstellen wollte. Und Karamsin, der ein besserer Hofmann als Historiker war, hielt es nicht für geraten, seinen Forschereifer auch auf die Romanows auszudehnen, bemerkt Johannes Scher in seiner Literaturgeschichte. Infolgedessen haben nach ihm auch andere Historiker jene amtliche russische Legende übernommen. So meinte Gustav Dreusen in seiner Geschichte der Gegenreformation, erschienen in Berlin 1893, Otrepjew und der falsche Demetrius seien identisch gewesen. Dagegen schrieb er wiederum sehr richtig, jener falsche Demetrius, der dem Zaren Boris Godunow als Prätendent gegenübertrat und nach dessen Tode die Zarenkrone empfing, war ein Geschöpf Sigismunds, also des jesuitenkontrollierten Königs von Polen und der Jesuiten. Es steht richtig geschrieben, jener falsche Demetrius, der dem Zaren Godunow als Prätendent gegenübertrat und nach dem Tod des Godunow die Zarenkrone empfing, ein Geschöpf war des von Jesuiten kontrollierten Königs von Polen Sigismund III. Und der Jesuiten. Die Kenntnis der Persönlichkeit des falschen Demetrius ist indessen weniger wichtig als der Plan, der mit seinem Auftreten verfolgt wurde. Dass dieser Plan von den Jesuiten gefördert, wenn nicht gar überhaupt gefasst wurde, unterliegt überhaupt keinem Zweifel. Sicher entsprach dieser Plan auch den Absichten der Gegner des Zaren Boris, wie er auch den politischen Zielen der Polen entsprach. Leopold von Ranke, der bekanntlich mit seinen Urteilen sehr vorsichtig war, schrieb in dem bereits genannten Werk, Zitat, fast noch mehr an die geistlichen als an die politischen Interessen von Polen schloss sich Demetrius an. Es war ein katholischer Beichtvater, dem er sich zuerst entdeckte.
Väter Jesuiten wurden geschickt, ihn zu prüfen. Dann nahm sich der päpstliche Nuntius Rangone seiner an. Gleich bei der ersten Zusammenkunft erklärte ihm dieser, er werde nichts zu hoffen haben, wenn er nicht die schismatische Religion abschwöre, also der Ostkirche, der orthodoxen Kirche, und die katholische annehme, also die westlich-katholisch, die römisch-katholische. Ohne viel Umstände neigte sich Demetrius hierzu bereit. Er hatte es schon vorher versprochen. Den nächsten Sonntag geschah der Übertritt. Er war entzückt, dass ihn hierauf König Sigismund anerkannte. Natürlich, der war jesuitenkontrollierter katholischer König von Polen. Er schrieb es mit Recht der Verwendung des Nuntius zu und versprach diesen zur Ausbreitung und Verteidigung des römischen Glaubens alles zu tun, was in seinen Kräften stehe. Ende Zitat. Was macht den Demetrius denn hier noch anders als einen motivierten Jesuiten? Ranke bezieht sich hier auf Alessandro Chili und dessen Historia di Moscovia, nach welcher der russische Historiker Karamsin, ohne das Buch Chilis gelesen zu haben, dem Demetrius Worte zuschreibt, die sich bei Chili nicht finden. Da aber Chili bei dem Übertritt des Demetrius zur römischen Kirche zugegen war, ist die daraus entnommene Darstellung Rankes, der Chili in der Anmerkung zitiert, glaubwürdiger als die bei Karamsin. Winter hat sehr richtig im Zusammenhang mit der Entdeckung des falschen Demetrius auf den Kardinal Bernard Machiowski hingewiesen. Dieser hatte nämlich die Union von Brest eingeleitet und betrieben. Ihr wisst, die Union von Brest, wo man viele Unterlagen nicht mehr zurückfindet. Ne? Er war dafür von Papst Clemens VIII. Im Jahre 1603 zum Kardinal erhoben, nachdem er im Jahre 1600 zum Bischof von Wilna und Krakau ernannt worden war. Maciejowski hatte einen unbeschränkten Einfluss auf den großpolnischen Adel und den König. Der großpolnische Adel war katholisch. Professor Winter konnte daher berechtigt sagen, Zitat, er war ein entschiedener, von Skrupeln nicht behafteter Vertreter der polnischen katholischen Gegenreformation. Es lag nahe, den scheinbar so leichten Erfolg von Brest auf ganz Russland zu übertragen. Der Versuch, durch einen Abenteurer im Kreml festen Fuß zu fassen und von dort, so wie in Brest, die Union der russischen orthodoxen Kirche zu dekretieren, war zu verlockend. Ende Zitat. Zwischen Anführungszeichen entdeckt wurde der falsche Demetrius denn auch von dem polnischen Fürsten Adam Wisniewski, der mit dem skrupellosen Kardinal verwandt war und bereits mit einem polnischen Heer gegen den Zaren Boris im Felde stand. Georg Mniszek, der Wojwode von Sandomir, bereitete dann den gefundenen Demetrius auf seine politische Aufgabe vor, wie ja auch in unseren Tagen die falsche Anastasia von ihren Inspiratoren vorbereitet werden musste, bis sie, Zitat, von der fixen Idee besessen war, Ende Zitat, Anastasia zu sein. Gehirnwäsche nennt man sowas, ne? Während wir nun aber im Fall der Anastasia nichts über die dunklen Mächte im Hintergrund erfuhren, hat sich dieser Hintergrund im Fall Demetrius zunehmend aufgehellt, so dass jene Personen und ihre Absichten immer deutlicher werden. Religiöse und politische Interessen verbanden sich hier zu einem Schwindel von größtem Ausmaße, während die Gewinnsucht das Unternehmen zur Ausführung brachte. Nun, ein ganz wichtiger Punkt ist, den der Autor hier in diesem letzten Absatz anspricht. Während wir nun aber im Fall der Anastasia aus dem 20. Jahrhundert nichts über die Dunkelmächte im Hintergrund erfuhren, hat sich dieser Hintergrund im Fall des Demetrius zunehmend aufgehellt. Warum? Weil Jahrhunderte der Geschichte in der Zwischenzeit vergangen waren. Und durch die Zeit, die verlaufen war, konnte man Forschung anstellen, die man direkt danach nicht anstellen konnte. Deswegen haben Historiker oftmals Zugang zu mehreren Informationen, die einem direkt nach dem Fall selber gar nicht zugänglich sind. Und
Das Kapitel schließt hier ab und wir machen nächstes Mal in der fünften Lesung weiter mit Vordergründe und Ausführung. Ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, das, was ich hier bei Demetrius, was wir hier bereits sehen, ist etwas, was sich in anderen geschichtlichen Dingen auch immer wieder bestätigt. Direkt nachdem die Dinge in dieser Welt passiert sind, kann man nicht immer den Finger drauflegen und wirklich sagen, was wirklich geschehen ist. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr kommen Dinge ans Licht, die man erst im Lauf der Zeit zu Gesicht bekommen kann. Und ich bitte darüber nachzudenken, was das heißt. Einerseits für den Ersten und Zweiten Weltkrieg und die Schuld Deutschlands darin. Und ich möchte zu bedenken geben, was das unter anderem auch heißt, zum Beispiel für solche Dinge wie 9/11. Immer, wir sind heute gerade mal 23 Jahre nach dem 9., nach dem 11. September 2001. 23 Jahre. Was glaubt ihr, wie man das in 100 oder 150 Jahren beurteilen kann? Aufgrund der dann zugänglichen Informationen. Und das ist genau der Fall, was der Autor hier eben auch sagt. Im Fall der Anastasia, die sich ja erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts abgespielt hat, da war ja gerade, nach dem Abschluss dieses Buches, war ja gerade der Fall vor dem Oberlandesgericht in Hamburg vorgekommen. Da hatte man noch dicht diese Information, dass man die dunkle Mächte im Hintergrund herausstellen konnte, dass man die anklagen konnte mit genügend Indizien in der Hand. Aber die Zeit gibt diese Indizien in die Hand. Und deswegen beschäftigen wir uns auch hier mit diesem Fall Demetrius, der Jahrhunderte zurückliegt, weil wir in diesem Fall durch die vergangene Zeit inzwischen beweisen können, dass die dunklen Mächte im Hintergrund dazu da ihre Hände im Spiel hatten. Und deswegen können wir das auch, deswegen auch ganz stark annehmen, dass es dieselben dunklen Mächte im Hintergrund sind, die auch bei der Anastasia die Hände im Spiel hatten. Und diese dunklen Mächte im Hintergrund haben in vielen anderen Dingen auch ihre Hände im Spiel. Das ist oftmals erst nach Verlauf einer ganzen Zeit ersichtlich. Aber wenn man die Bibel gelesen hat, und wenn man die Bibel versteht und wenn man die Prophezeiungen in der Bibel versteht, dann weiß man, dann kennt man das große Ganze. Da braucht man auf Details gar nicht mehr schauen. Dann sieht man, dass solche Dinge wie Demetrius, wie die verschiedenen Kriege, wie Anastasia, wie Konzilien, wie das Zweite Vatikanische Konzil der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, alles nur kleine Schritte sind auf dem Weg zu dem großen Ziel. Da wir als bibelgläubige Christen aber das große Ziel kennen, müssen wir uns nicht in Details verlieren. Aber es ist hier und da interessant, diese Details zu kennen. Und deswegen habe ich diese Buchlesung gemacht. Deswegen folgt ihr dieser Buchlesung wahrscheinlich, hoffe ich doch zumindest. Und neben dieser Buchlesung, ja nicht zu vergessen, immer die Bibel lesen, um das große Gesamtbild deutlich im Auge zu behalten. Damit verbleibe ich. Bis zum nächsten Mal. Mit diesen Wünschen, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Shalom, Maranatha.